Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren Horror-Game. Wir spielen heute File Destined. Ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht, aber ich denke schon. Irgendein Game, wo es, glaube ich, um künstliche Intelligenz geht und die damit verbundenen Horrorvorstellungen, Freunde. Wir werden mehr erfahren. Wir gehen rein. Ich glaube, wir sind ja auch irgendwie in irgendeiner Polizeistation oder so. Wir drücken mal auf Anmelden. Ah, vielleicht muss ich... Okay, vielleicht muss ich den Benutzernamen und so hier oben eingeben. Oliver Hamilton mit dem Passwort JPM1121 anmelden. Perfekt. Wir sind eingeloggt und können ein neues Spiel starten. Arbeiten wir als Polizist? Sind wir Oliver Hamilton? Ich weiß Hi, es nicht. I'm Liz. Aber Welcome to the crime scene simulation, Oliver. Wir sind Oliver. Thanks for stating the obvious, Liz. I will be helping you throughout the simulation. Okay, wir sind The place you are about to enter is, simply put, a virtual reality. Eine virtuelle Realität. You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Okay. Are you sure I won't get hurt, Liz? The place you are about to enter is, simply put, a virtual reality. Sie wiederholt das einfach. Wir reden mit einer KI. Even when you make a mistake, das ist das, was ich eben am Anfang angesprochen habe, Leute. Jeez, I was just kidding, Liz. Relax. Thanks to our advanced technology, fortschrittliche Technologie. We are able to solve unsolved murders by simulating the crime scene. Okay, also. Hey, Liz? Yes, Oliver? Let's just determine a safe word for us just in case, okay? Look, I don't know. Teddy bear? Ein safe word? Okay, Oliver. Teddy bear it is. Wenn wir Teddy bear sagen, werden wir aus der Simulation gerettet, oder was? I'm simulating the file assigned to you to solve your mystery of the murder, the file D. Die Akte D. Okay, wow. You may have to look closely to see some details. Oh, was haben wir hier? Also wir sind gerade in einem Lernprogramm, so steht es links. Okay, es ist also das, was ich am Anfang angesprochen habe, Freunde. Wir sind hier komplett in einer Virtual Reality, die simuliert wird. Offensichtlich befinden wir uns in der Zukunft, wo Mordschauplätze komplett simuliert dargestellt werden können, um man weitere Untersuchungen ohne Gefahren machen kann. Okay, warte, wir können ja irgendwas aufheben auch. Das Game hängt irgendwie ein bisschen komisch. Was haben wir hier? Sind das Sachen, die hier gefunden wurden? Ein Haufen Pillen. Hier ist ein Hammer. Hier ist eine unbedeutende Brille. Eine Asservatentasche, wo Hinweise drin gelagert werden. Okay, davon haben wir hier mehrere. Gut, schauen wir uns erstmal um, oder? Wir haben hier irgendwie ein Lernprogramm. Ah, okay. Mit rechts kann ich ranzoomen. You have to make sure you check everywhere for the evidence. Okay. Also, I have left a present in the drawer for you. Oh, ein Geschenk in der Schublade? Was denn? Das hier oder wo? Welche Schublade? Da drüben die Schublade? Die Schublade hier? Good. Schublade öffnen like mit... You opened the drawer. Ich hab gerade ein Geräusch gehört. Lighter there for you to examine. Ja. Please take the lighter to inspect. Wie nehme ich den? Mit This E auch, like an okay. Object of evidence. Ah, ich kann den so drehen. Die Gravur auf der Oberseite deutet darauf hin, dass es Oliver Hamilton vom Ohio Police Department gehört. Tja, offensichtlich mein Feuerzeug. Okay, vielen Dank, Liz. This is my lighter. Feels good to have something of my own here. Okay, was? Ich kann... Boah, ich kann das Feuerzeug... Mit dem Mausrad, wenn ich so am Mausrad ziehe, wie an einem Feuerzeug, kann ich das anmachen. Okay, wie mache ich es aus? Wie mache ich es aus? Okay, ich habe einen Journal, wo Artikel geschrieben werden und so weiter. Okay. Und auf J haben wir nochmal hier Beweise. Hey, Liz? Are you there? Ich glaube, Liz ist jetzt weg, oder? Are you there? Shit, shit! I was just kidding. Sie hat... You got me this time. Jetzt hat Liz uns verarscht. Er hat sogar... Er hat sogar sein Safe Word gesagt. Okay. Also, wir haben hier irgendeinen Tatort simuliert. Akte D. Wir haben unser Feuerzeug. Wir sind hier nur in Virtual Reality. Uns kann
rein gar nichts passieren, Freunde. Wir sind komplett in Sicherheit, angeblich. So, kann ich hier so einen Baseballschläger mitnehmen? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Feuerzeug wieder ausmache. Mir wurde nur gesagt, wie ich es anmache. Okay. Es war... Ach so! Hab's rausgefunden. Okay. Weil wir brauchen das ja gerade erstmal noch nicht. Ducken wir uns mal hier drunter durch. Hier müssen wir ja offensichtlich lang. Das Game sieht auch sehr, sehr gut aus, tatsächlich. Oh, hier wird's jetzt schon sehr viel dunkler. Na, klasse. Also benutzen wir jetzt mal besser unser Feuerzeug. Zack. Hallo? Feuerzeug? Mach's mal an. Dankeschön. Alter, wo sind wir hier? Ist das ein altes Krankenhaus? Hier ist irgendein... Alter, hier ist ja auch alles voller Blut. Ich wollte gerade sagen, was sind das hier für Flecken? Warte mal, sind wir kein normaler? Obwohl, wir sind natürlich weit in der Zukunft. Wer weiß, was hier alles so passiert. Sind wir kein normaler Polizist? Oder was untersuchen wir hier? Irgendwas Paranormales? Ich weiß es nicht. Kann ich hier... Oh, wir können Türen öffnen. Okay, wir sind generell auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen zu einem Mordfall, oder nicht? Ich meine, deswegen wird der ganze Tatort hier simuliert. Weil wir wahrscheinlich Mordinstrumente, Fingerabdrücke, Gegenstände, die der Killer zurückgelassen hat, finden soll. Nehme ich jetzt... Was ist das? Ach, ich dachte kurz, das ist eine Notiz oder so. Oh, Alter, was sind das für komische Schubladen? Okay. Oh, Alter, wie viel Zeug liegt hier überall rum. Und ich höre jetzt auch irgendein Flüstern. Oh, was ist das hier? Die Handschrift ist unlesbar, aber ich denke, das macht nichts. Sie muss einem der Sekretäre hier gehören. Okay, uninteressante Notizen. Irgendeine Abstellkammer. Was ist das? Feuerzeuggas. Ah, ich kann hier Feuerzeuggas finden. Okay, perfekt. Was ist das hier? Old brand from the look of it. Lucky Destined, eine sehr alte Zigarettenmarke. Diese Marke wird nicht mehr hergestellt. Ich schätze, dieses Krankenhaus hat alles, was der menschlichen Gesundheit nicht zuträglich ist. Gut möglich. Okay, warum ist mein Feuerzeug aus? Junge, was sind das für Geräusche? Yep, locked. Just what I thought. Da kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Mach mal wieder an das Ding. Was ist das hier? Skulptur. Eine Statue, von der ich nicht weiß, wer das ist. Vielleicht Hippokrates? Wer ist denn Hippokrates? Meint er Sokrates? Was redet er? Wer ist denn Hippokrates, Junge? Oh, ein Schlüssel! Ein Schlüssel. Zimmer 34. There must be something that I'm missing. Was? Die Kiste können wir nicht öffnen. Okay. Ein Schlüssel für Zimmer 34. Ist das die Tür, die hier gerade zu war? Yep. Locked. Just what I thought. Ho! Was zur Hölle? Irgendwer schreit hier. Warte, kann ich den Schlüssel benutzen? Nein, ich kann den Schlüssel nicht benutzen. Da drin schreit jetzt jemand. Is anyone there? Alter, was passiert hier? Wo ist das? Kommt das hierher? Kann ich hier rein? Ho! Zur Hölle. Mach's Feuerzeug wieder an. Hier ist alles voller Blut. Hier ist auch abgesperrt. Was haben wir hier? Röntgenbild, unbedeutend. Röntgenbild von einem der Patienten hier. Es gibt keine Informationen darüber, zu wem es gehört oder um welche Krankheit es sich handelt. Ich müsste ein Arzt sein, um dies zu interpretieren. Und das hier? Geschoss. Beweismittel. Ein 357er Geschoss, eine leere Patronenhülse. Das kann ein wichtiges Beweismittel für den Fall sein. Ich behalte sie besser bei mir. Schauen wir es uns mal genau an. Hier sollte auch irgendwo eine Pistole sein. 357 Magnum Bullet. It's in multiple firearms. The gun that was used may not be far from here. Ja, hier steht nämlich, die Pistole kann den Fall vollständig aufklären, wenn dies die Mordwaffe ist. Also nehmen wir mal die Patrone mit. Und wir sind eingeschlossen. Wer bist du denn? Oh, hier ist ein... Damn. Ein komplett aufgeschlitzter, aufgespießter Teddybär. Und wir sind jetzt zu einem Überfluss. Hier drin auch noch eingesperrt.
Was ist das hier? Ein Wecker? Medizinisches Gerät? Ein medizinisches Gerät? Weiß ich nicht. Ist eine Uhr, würde ich sagen, ne? Ein Wecker. Wie komme ich hier jetzt raus? Kann ich einen Baseballschläger benutzen? Was für ein überraschender Gegenstand, der in einem Krankenhaus gefunden wird. Das kannst du wohl laut sagen. Was haben wir hier? Polizeiband, unbedeutend. Oh! Was ist das denn? Was? Was hat hier... Jetzt können wir wieder raus. Warte mal. Ich fülle mal kurz mein Feuerzeug nach. Es ist ganz schön dunkel geworden. Are we supposed to have other people in this simulation? Shit, it sounds like I lost her. Liz ist offensichtlich nicht mehr da. Aber wir haben Menschen hier in dieser Simulation. Obwohl es für mich nicht unbedingt wie ein Mensch aussah. Drei Fragezeichen. Was haben wir? Eine alte Uhr. Eine antike Uhr, die einem der alten Professoren gehört haben muss, die im Krankenhaus arbeiteten. Ein bisschen Feuerzeugbenzin und... Dietrich-Set, okay. Papiere, unbedeutend. Und weitere unbedeutende Papiere. Aber was machen diese drei Fragezeichen hier? Merkwürdig. Ja! Mach's Feuerzeug an! I see you steht da. Oh, oh! Fuck! 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 Something is definitely off here. Irgendwas? Bro, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Er sagt, irgendwas stimmt hier nicht, aber komplett. Aber gar nicht. Hier stimmt irgendwas, aber ganz und gar nicht. Wir sind doch nur in irgendeiner Simulation. Es ist eine Virtual Reality. Wir sollen hier einen Fall untersuchen. Was? Was passiert denn hier? Das hier ist die Toilette. War da jemand? Nein. Das hier ist die Toilette. Ich weiß nicht, ob ich da lang muss. Ich gehe aber mal rein. Die Tür hier hat sich bewegt. Ich schaue mich mal um. Vielleicht finden wir irgendwas. Ein Schraubenschlüssel. Sieht so aus, als wäre das Krankenhaus zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade renoviert worden. Kann auch für einen Überfall sein. Eine Sirupflasche ohne Name oder Beschreibung. Hatte man Angst, die Medikamente, die den Patienten verabreicht wurden, zu verraten? Nichts, was in diesem Krankenhaus passiert ist, würde mich überraschen. Ich bin mir sicher, dass sie diese Medikamente hier an Patienten ausprobiert haben. Höchstwahrscheinlich, ja. Was ist hier? Spritzen? Irgendwelche Spritzen. Nadel. Es gibt viele Nadeln an diesem Ort. Ja. Und? Of course the cops weren't able to find anything useful. Oh ja, eine Asservatentasche für Hinweise. Aber es wurden keine gefunden. Türen, die sich nicht öffnen lassen. Sehr gut. Hier in der Ecke ist nichts, nur noch mehr Toiletten. Okay, hallo? Hier ist niemand. Gut, kann ich hier durch? Kann ich nicht. Okay, wo muss ich hin? Wir müssen bestimmt... Irgendwas ist in der Toilette. Oder wie weit reicht diese Simulation überhaupt? Also wie groß ist der simulierte Tatort? Ich meine, wie weit können wir uns hier... Können wir uns hier bewegen? Bevor es... zu Ende ist. Ich laufe mal wieder ein Stück zurück. Die Tür hier ist immer noch zu. Just what I thought. Ich habe hier doch einen Schlüssel. Raum 34. Welcher Raum ist denn Raum 34? Das hier ist für Operation, Surgery. Raum. Locked. Abgeschlossen. Aber hier sind Fragezeichen an der Tür. Ich habe doch einen Schlüssel. Kann ich den irgendwie benutzen? Kann ich den auswählen? Warte, wir haben einen Tagebucheintrag. Ich habe nicht viel Information über die Akte. Das erste Beweisstück, das ich bisher finden konnte, war die Patronenhülse. Ich weiß, dass der Mörder die Tat mit einer Waffe begangen hat. Diese Waffe muss sich irgendwo im Krankenhaus befinden. Die Art der Waffe oder andere Hinweise auf die Waffe könnten mir gute Informationen darüber geben, wer der Mörder ist. Im Moment sagt mir die Patronenhülse nicht viel.
Vielleicht ergibt sie einen Sinn, wenn ich die anderen Beweise finde. Ich muss mich beeilen und mich so gut wie möglich umsehen. Okay. Das ist erstmal alles, ne? Naja. Das ist erstmal alles, was wir haben. Okay, hier können wir nicht rein. Just what I thought. Schlüssel. Schlüssel auswählen, irgendwie benutzen? Nein. Der ist einfach nur für Zimmer 34. Und das müssen wir wahrscheinlich erstmal finden. Yeah, shit, the light's going low. Was? Need to refill the lighter. Feuerzeug nachfüllen, ja, kein Problem, mach ich. Easy. Wir haben ja genug zum Nachfüllen, kein Problem also. Kann man hier... Ah, das ist der Raum, wo wir eben drinnen waren. Mit den Fragezeichen an der Wand. Okay. Hier ist ein Exit. Kann man... Oh, was haben wir hier? Oh, hier liegt noch mehr Zeug. Einen Tintenschreiber. Evidence bag. Und noch eine Asservatentasche. Of course, the cops weren't able to find anything useful. Okay, hier ist zu. Hier ist nur so ein Wasserspender. Und von da sind wir gekommen. Okay, wo ist Raum 34? Welcher Raum ist Raum 34? Irgendwo muss dieser Schlüssel doch reinpassen. Oder was? Oder bin ich doof? Feuerzeug ist ausgegangen. Da ist noch eine Tür. Nee, ist gar keine Tür. Ich dachte gerade. Warte, ich gehe noch mal kurz hier rein. Ich gehe noch mal hier rein. Weil hier ist ja auch noch diese Kiste. Oh, die kann ich jetzt öffnen mit einem Dietrich. Okay. Freischalten. Na? Freischalten, easy. Und freischalten. Let's go! Was haben wir gefunden? Ein Patientenbericht. Na? Muss ich ranzoomen? Kann ich? Hallo. Prüfen. Ah. Examinations. The patient was diagnosed with chronic schizophrenia. Schizophrenie. Als Ergebnis der Untersuchung wurde bei dem Patienten eine chronische Schizophrenie diagnostiziert. Die Gesundheitsbehörde stellte einstimmig fest, dass es ihm in seiner derzeitigen Situation an Realitätssinn fehle. Kyle Manson, 62 Jahre alt, wurde berichtet am 17.12.2008. Nehmen wir mal mit. Ein weiterer Eintrag im Tagebuch. Ein weiterer Patientenbericht. Der Name ist Kyle Mason. Er ist ein unruhiger und aggressiver Typ. Wenn alle Patienten hier so sind, könnte jeder diesen Mord begangen haben. Deshalb muss ich schnell sein. Immer wenn ich denke, dass ich der Wahrheit näher komme, bin ich am weitesten von ihr entfernt. Ich bin schon viel zu lange in dieser verdammten Simulation und ich konnte keine Fortschritte machen. Ich habe das Gefühl, dass meine geistige Gesundheit immer schlechter wird. Ich glaube, ich brauche einen Drink. Erstmal chillen, Oliver. Wir kriegen das schon hin. Ah! Ah! Fuck! 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 Oliver, wir kriegen's doch nicht hin. Oliver, ich nehm zurück, was ich gesagt hab. Alter, was war das? Alter, der war voll groß. Der hat mit seinem Kopf hier oben runter geguckt. Wisst ihr, wie groß man sein muss, dass wenn man sich so runterbückt, man so um die Ecke schauen kann? Wer war er denn, Alter? Die Tür ist... Locked. Warte mal. Ich hab immer noch den Schlüssel für Tür 34. Und ich weiß immer noch nicht... Das hier ist auch immer noch zu. Was ist das? Ein kleiner Junge in einem Rollstuhl? Also, ich bin ja kein Experte, ne? Aber ich glaube, der Eingang ist weg. Von da, wo wir reingestartet sind, der Eingang ist weg. Das Exit ist auch weg. Exit ist weg. Hier sind überall nur noch Fragezeichen. Exit, Exit steht hier. Das war wohl mal, hä? Hier sind Fragezeichen. Hier sind Fragezeichen. Und die eine Tür, die hier war, der Raum, mit den Rollläden hier, die mit Blut beschmiert waren, weg. Das ist alles weg. I must be losing my mind here.
Naja, es ist eine Simulation. Hier kann einiges passieren, mein Lieber. Ich würde nicht so viel reininterpretieren. Hier ist zu. Wir können nur hier geradeaus. Wir können nur hier... Shit, the light's going low. Warte. Ja. Jesus. Licht nachfüllen. Bitte nachfüllen. Kann ich hier durch? Nee. Oh. Was ist denn jetzt los? Da steht Help an den Wänden. Help. Nee, chill. Was steht hier? Hide and see. 1 plus 1 gleich 2. 2 plus 2 gleich 4. I see you. Wer sieht mich und von wo? Wo bist du? Wo muss ich hin? Ich soll mich verstecken. Hier steht Hide and Seek. Hide and Seek. Are you ready to play? Sind wir bereit, Freunde? Ich wollte nur einen kleinen Kriminalfall lösen. Aber... Bist du bereit zum Spielen? Ha! Wow. Chill. Hey. Ja, ich bin ready to play. Let's go. Bring it on. Muss ich in die reinlaufen? Hey! Scheiße. Mach wieder an. Oh, shit. Mach ich das Feuerzeug besser aus? What the heck? Alter, wir sind zur ganz falschen Zeit. Am ganz falschen Ort. Wir wollten nur unseren Job machen. In der Simulation den Kriminalfall lösen und jetzt komme ich hier hin. Guck dir das an. Jesus, this place looks like a slaughterhouse. Sieht wirklich aus wie ein Schlachthaus. Oh! Darkness. Was? Cause the light source to go out. Okay. Wir haben gerade ein Achievement bekommen, könnt ihr nicht sehen. Okay, was haben wir hier? Tabletten, Pillen, nichts, was wir... Nichts. Oh, Alter, das Game hängt zwischendurch, wenn ich meine Cam bewege. Wow, was haben wir hier? Sheep Industries continues. Die Schafindustrie. Kann man das irgendwie drehen? Was? Eine der Krankenschwestern, die in dem Krankenhaus arbeiteten, drehte durch und verursachte den Tod vieler Säuglinge. Die Polizei versiegelte das Krankenhaus nach den Morden. Die Polizei leitete eine Untersuchung des Krankenhauses ein. Viele Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Okay. Das klingt ja super, Freunde. Wo bitte sind wir hier gelandet? Hallo? Kommen wir jetzt zu Hide and Seek? Möchte jemand Verstecken spielen? Hi? Ma'am, are you okay? Red nicht mit ihr, die ist verrückt. Oh shit. Was? Oliver, what the hell? Oh mein Gott. Da hinten ist jetzt die Tür offen. Okay, das Game ist übler, als ich dachte. Ich dachte, wir haben hier so ein bisschen KI-AI-Horror, so ein bisschen auf Cyber-mäßig angelehnt. Ich wusste nicht, dass wir in einer Horror-Krankenhaus-Simulation feststecken werden. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gespielt. Was ist in diesem Raum passiert? Wie sieht's denn hier aus? Hier ist irgendwer drunter. Kann ich es beiseite ziehen? Muss ich, oder? Hallo? Oliver hat auch gerade gesagt, es stinkt hier vor... Oh, was ist das? Ein Thrombozyten-Aggregationshemmer. Es wird verwendet, um Blutgerinnsel zu verhindern. Okay. Ist jetzt... Ich dachte, wir haben ein Beweisstück gefunden. Was ist hier? Hallo? Password should be written down somewhere. Ein Passwort. Dieses dreistellige Kombinationsschloss kann nur mit dem Passwort geöffnet werden. Achso, meine Lampe ist aus. Ich wollte gerade sagen, warum ist es so dunkel?
Okay, das muss hier irgendwo stehen, oder? Das Passwort? Das wird hier irgendwo aufgeschrieben sein, oder? Nehme ich an. Ich höre Geräusche. I don't like that. Hier. 368. Nein! Nein! Hier hat sich was bewegt. Hör auf, mach nach, feuert. Nachfüllen. Bleib bloß liegen, Mann. Ey, geh noch ein Stück hoch. Ich geb dir so eine Bombe, du schläfst bis nächstes Jahrhundert. Beweg dich noch einen Meter. Ich fetz dir so dermaßen einen rein. Der wird sich gewaschen haben. 368. War's doch, oder? Ja, das war's. Da ist die Waffe. Ich habe die Tatwaffe gefunden. Ein Revolver. Ein Standard-Polizeipistole? Wir müssen irgendeinen Hinweis finden, der hier draufsteht. Da fehlt ein Schuss. Ja, ja, ja. Diese Waffe kann jedem gehören. Standard issue police. Ist aufgestanden. 1981er Wesson Magnum. 357er Patrone passt da rein. Und ja, ein Revolver, Standard-Polizeipistole. Die Kerle, die hierher kamen, könnten sie also hier gelassen haben. Diese Waffe ist auch bei den Einwohnern hier sehr beliebt. Sie könnte also von außerhalb gekommen sein. Was machst du so? Geht's dir gut? Verdammt. Wir gucken kurz ins Tagebuch, Freunde. Wir gehen kurz unsere Beweise durch. Ich habe die Waffe gefunden, zu der die Patrone gehörte. Ah, nee, warte. Wir haben noch einen anderen Eintrag. Es scheint, dass die Situation in diesem Krankenhaus in den Medien einen großen Platz einnimmt. Das Krankenhauspersonal scheint generell für den Vorfall verantwortlich gemacht zu werden. In den Nachrichten wird erwähnt, dass das Krankenhaus kurz nach dem Vorfall geschlossen wurde. Mitarbeiter der Krankenhausleitung wurden verhaftet, aber der wahre Verdächtige wurde nie gefunden. Ich sollte so viele Informationen wie möglich über die Leute, die gearbeitet haben, sammeln. Nach dem, was ich in den Nachrichten gesehen habe, beschuldigte die Öffentlichkeit vor allem die Krankenschwestern und Ärzte des Krankenhauses als die Hauptverdächtigen. Die Menschen hatten schon vor diesen Ereignissen Angst vor diesem Krankenhaus. Ich habe die Waffe gefunden, zu der die Patrone gehörte. Ich habe das starke Gefühl, dass der Mord mit dieser Waffe begangen wurde. Dennoch könnte die Patrone mit dieser Waffe von der Polizei, die zum Tatort kam, zurückgelassen worden sein. Außerdem ist diese Art von Waffe in dieser Region sehr beliebt, so dass jeder diesen Mord begangen haben könnte. Wenn dem so ist, muss ich Fingerabdrücke auf einem dieser Beweisstücke nehmen. Andernfalls ist es für mich fast unmöglich, diesen Mord aufzuklären. Das ist ein sehr unheimlicher Ort und alles ist so verschwommen. Oh, Oliver, ja, da hast du recht. Es ist wirklich unheimlich hier. Hi? Warum sitzt du? Und was muss ich als nächstes... Junge. Alter, ich hab mich umgedreht. In dem Moment... Okay. Wir gehen einfach weiter. Mach das Ding an. Ah! Ah, was? Wer ist er denn? Wer war er denn? War das der komische Schizophrene? Wo? Heartstopper. Come face to face with the woman. Gesicht zu Gesicht mit der Frau? Welcher Frau? Ich dachte, das war der Typ. Der aggressive Typ, worüber wir eben den Bericht gelesen haben, aber scheinbar nicht. What the fuck is going on in this fucking simulation? Genau, hieß es nicht auch eigentlich, wir können in dieser Simulation keinen Schaden davontragen? War wohl gelogen, ha? Huh? This is the same place. Keep circling around now. Ja. It's like one goddamn maze. Derselbe Ort. Wir sind wieder da, wo wir eben gestartet sind. Hier, wo auch eben dieser Rollstuhl stand mit dem kleinen Jungen drin, der dann verschwunden ist. Hier war eben noch alles voller Gegenstände. Die sind jetzt nicht mehr da. Was haben wir hier wieder? Wieder irgendwelche ungekennzeichneten Flaschen. Ein Schlüssel! Nice! Büro des Direktors.
Na, wenn wir da nichts drin finden, weiß ich auch nicht. Und neues Feuerzeugbenzin. What the hell? It's gonna need a key. Leute, geht's euch gut oder was? Ist das ein elektrischer Stuhl da drin? Okay, Büro des Direktors. Ist das vielleicht die Tür hier, die alles nicht aufging? Locked. Abgeschlossen. Okay, welches? Noch mehr Feuerzeugbenzin, easy. Wo ist denn Büro des Direktors? Ah, hier. Hab's gefunden. Okay, warte, wir füllen nochmal kurz hier nach. Zack. Wir haben mehr als genug Feuerzeugbenzin. All good, all good. Noch mehr Feuerzeugbenzin. Perfekt. Was haben wir hier? Neuromarketing im Markenmanagement. Wie die Marktführung von den Neurowissenschaften profitiert. Oh, okay. Noch mehr Feuerzeugbenzin. Vielleicht wird's hier gleich dunkel. Buch. Unbedeutend. I can see what people are thinking. Ich kann sehen, was Menschen denken. Noch ein Buch. Menschliche Psychologie. Ein Schlüssel. Punishment Cell. Der Direktor raucht auch offensichtlich gerne. Und Gerichtspapier. Prüfen. So contaminated. There's police shit everywhere. Das Papier wird erst Sinn machen, wenn ich das fehlende Stück finde. Wir nehmen es aber schon mal mit. Okay, warte, was haben wir hier? Schachbrett, interagieren? Ein Schachbrett, die Figuren sind seltsam angeordnet. Es könnte eine Andeutung sein. Was denn? G2, B3, E7 oder 237? Merken wir uns mal. 237. Noch ein Buch. Psychologie der Kunst. Ah, hier. Yeah, I need to find a password. 237. Okay, ist falsch. Dann vielleicht 732? Genau andersrum? Nein. Okay. Ah, BEG, das ist die Reihenfolge. Okay, BEG. Also 372. Okay. Ja, mach's ruhig komplizierter, als es ist. 372, Freunde. 372. Geöffnet. Was haben wir hier? Ein Messer. Das ist ein persönliches Messer und unterscheidet sich von den medizinischen Messern, die ich zuvor gefunden habe. Es gehört offensichtlich jemandem hier. Ich sollte es als Beweisstück aufbewahren, da es einen offensichtlichen Fingerabdruck trägt. Und zwar wo? Wo? Finden Sie den Hinweis? Ja, ich suche. Das lädt jetzt, bis ich den Hinweis gefunden habe, oder was? Prüfen. Ah, da. Ja, okay. Ja, ich sehe den Fingerabdruck. Und jetzt? Der Fingerabdruck kann die Identität des Mörders aufdecken. Ich muss die Fingerabdruckdaten des Krankenhauses finden. Okay. Also wir müssen irgendwelche Aufzeichnungen finden über Leute, die hier arbeiten. Besser ist es. So, was haben wir hier? Die Zeichnung eines Kindes. Es bricht einem das Herz, das zu sehen. Vor allem, wenn man bedenkt, welche schreckliche Dinge in diesem Krankenhaus passiert sind. Okay. Wir haben aber noch einen Schlüssel gefunden für die Punishment-Zelle. War das die hier oder war das die hier? Bin mir ziemlich sicher, dass es der Raum hier ist. Hallo. Was haben wir hier? Medikamente, wie üblich. Okay. This place gives me the chills. Keine Sorge, der macht nicht nur dir eine Gänsehaut, Bruder. Oh, ganz viele Tabletten. Kind of experimental medication they gave to the people here. Ein Haufen Pillen. Oh, Unterlagen, Beweisstücke. Untersuchen. Oh, was? Large cell neuroendocrine tumor. Okay, was? Bei einem Patienten mit fortgeschrittener Knochenresorption aus der Endokrinologie und der medizinischen Onkologie wurde bei einer in einem anderen Krankenhaus in einem durchgeführten ERCP ein klinischer Papillentumor festgestellt. Das pathologische Ergebnis der
Pillenleukämie wurde als großzelliger neuroendokriner Tumor bestimmt. Eine Chemotherapie ist nach der PET-CT-Untersuchung zum Nachweis von Fernmetastasen geplant. Arnold Hallen, 42 Jahre alt, männlich. Okay, warum ist es wichtig? Fingerabdrücke. Travis Foster. It doesn't match with this one. Travis Foster ist es schon mal nicht. Travis Foster, sein Fingerabdruck stimmt nicht mit dem, den ich auf dem Messer gefunden habe. Aber ich sollte den Fingerabdruck für alle Fälle bei mir behalten. Ja, besser ist da. Was? Hey! Hört auf mit Geräuschen! Okay, hier ist überall nichts drin. Hier ist wieder dieses Thrombozytenzeug. Okay, aber kein passender Die Tür ist weg! Hey, wait, where'd the door go? Die Tür ist da, die ist aber neu. Oh, hier ist noch eine Tür. Toll. Na, das macht ja richtig Spaß hier, hä? Jeez. Was? Oh! Folgt sie mir mit ihren Augen? Nee, sieht nur so aus. Okay, hab kurz Panik bekommen. Aber alles gut. Nicht mehr Panik als sonst auch. Ich mach hier mal zu. Warte, was ist das hier? Kind of Morphin. 50 Milligramm Morphin. Ballert, Bruder. Okay, ich mach das hier auch mal wieder zu. Brauche ich nicht mehr. So, was willst du von mir? Geht's dir nicht gut? Chill mal, ich will hier wieder raus, okay? Ich mach mal kurz das Feuerzeug aus. Nicht, dass ich hier noch mehr Strom verbrauche. Warte, ich will mal kurz gucken in meinen Tagebucheintrag. Fingerabdruck, den ich gefunden habe, passt nicht zu der Person in dieser Akte. Ich muss ihn auch mit anderen Fingerabdruckdatensätzen vergleichen. Ich habe das Gefühl, dass ich der Wahrheit immer näher komme. Jetzt habe ich einige Beweisstücke, die ich auswerten kann. Außerdem sehe ich eine Frau in der Simulation. Dieser Ort wird jetzt gefährlich. Ich kann nicht sagen, ob mein Verstand mir einen Streich spielt oder ob das alles Teil der Simulation ist. Ich weiß nur, dass ich so schnell wie möglich von hier verschwinden will. Ich muss mich auf den Fall konzentrieren, um meinen Verstand zu bewahren. Ich muss so weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Okay, und hier noch der Name des Patienten ist Arnold Hallen. Er sieht wie ein normaler Patient aus, kein Killerprofil. Es wäre vielleicht eine gute Idee, auch Informationen über die Patienten zu sammeln, die sich hier aufhalten. Könnte einer von ihnen den Mord begangen haben? Es ist wichtig, dass ich alle Möglichkeiten in Betracht ziehe. Im Moment habe ich nur die Patrone und den Bericht dieses Patienten. Ich muss mich beeilen, bevor ich zu viel Zeit verliere. Je schneller ich von hier wegkomme, desto besser für mich. Dieser Ort fängt bereits an, mir auf die Nerven zu gehen. Perfekt, Bro. Ja, können wir bitte gehen? Hier ist keine Tür gerade, ne? Ist ein bisschen schlecht, so. Oder muss ich mich vielleicht hier hinsetzen? Ich würde es machen. Kann ich das Ding hier nicht ausschalten? Kann ich nicht. Fehlt noch irgendwas, was ich hier vielleicht machen muss? Was haben wir hier? Noch mehr Medikamente. Ja, das war der Bericht, den wir gefunden hatten. Fingerabdrücke, die wir gefunden haben, haben uns nichts gebracht. Hier ist alles leer. Oh. Oh. Junge. Auf einmal geht die Tür auf, oder was, hä? Hä, das ist ein leerer Raum. Der Raum ist leer. Wollt ihr mich veräppeln? Hallo? Ob ihr mich veräppeln wollt? Da ist eine Tür hinter. Da, seht ihr das? Da ist eine Tür hinter. Kann ich das hier nicht wegmachen? Ich kann die Tür sehen. Können wir das bitte hochfahren? Hallo? Ich kann sehen, dass da eine Tür hinter ist. Guck mal, seht ihr da unten? Da unten ist eine Tür. Wie kann ich die öffnen? Warte mal, gibt's nicht irgendwas? I see you steht da. Chill mal. This lighter's running out of gas. Ja, ich mach Feuerzeug erstmal aus. Bringt jetzt nichts. Okay, und der Raum hier ist... Ja, einfach nur ein Raum. Hä? Verstehe ich nicht. Oh! Was ist jetzt? Hey, ich bin... Oh! Was? Was? Oh, jetzt ist hier eine Tür. Hä? Alter, ich bin hier gerade... Ja, was... Muss ich denn... Hallo? Hallo? Oh, jetzt sind alle anderen Türen auch weg. Oh! Die Decke wird als höher. Ey, hört mal auf, ich kriege... Ja, lass das mal. Hallo?
Junge, was steht hier? Look up. Ja! Ah! What the heck? Oh, jetzt ist die Tür. Wow! What? Alter, was zum Henker geht hier ab? Bro, was? Wo sind... Oh Gott. Okay. Okay, come on. Pull yourself together. Pull yourself together. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Ich muss mal kurz mein Feuerzeug nachfüllen. Ah! Shit. Shit. What the hell? Alter, wo sind... Diese Simulation ist doch kacke. Können wir nicht einfach Teddybär sagen? Und Liz holt uns raus? Wir haben extra ein Safe Word gemacht. Liz, Teddybär! Liz, Hilfe! Wieso haben die Geräusche aufgehört? Ist jemand hinter mir? Nein. Hallo? Oh! Was? Wo klopft es denn? Was so? Oh, da ist ein Teddybär. Hi. Hi, Kleiner. Goddammit. Hallo, ein alter beschädigter Teddybär, teilweise zerstückelt. Dieser Ort ist die Hölle. Auf Erden. Wo? Was zur Hölle? Junge, jetzt schweben hier überall Teddybären. Und da hinten ist ein ganz großer aufgeschnittener Teddybär. Oh. Der Gang wird als länger. Oder? Kommt mir das nur so vor. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder normal. Wir können übrigens nicht sprinten in dem Game, ne? Falls jemand sagen möchte, lauf doch einfach weg. Geht nicht. Der Gang wird als länger. Der Teddybär teleportiert sich. Jetzt passiert's wieder. Pass auf. Oder? Ja. Ja. Oh. Da war gerade jemand hinter mir. Wo bin ich? Mach's wieder an. Oh, ich bin wieder in dem Raum. Jetzt ist der Projektor aus. Okay. Fuck. Hey. Okay. Bitte fasst mich nicht an, Mann. Okay, was steht hier? 1 plus 1 gleich 2, 2 plus 2 gleich 4. Wenigstens können die Mathematik hier. Ist ja immerhin etwas, ne? Oh, Projektor ist doch wieder an. Okay. Wir müssen noch mehr Fingerabdrücke finden, rein theoretisch. Meint ihr, hier drin gibt's noch irgendwas zu sehen? Beim Direktor? Ne, ich glaube nicht. Hier ums Eck ist auch gar nichts. Auch keine Sachen, die wir auswählen können. Hier ist wieder der Teddy. Okay, warte, muss ich da durch? Die Tür ist so komisch angelehnt, glaube ich. Yep, locked. Die Tür ist immer noch zu. Hallo? Ne, da können wir nicht durch. Hier drin ist auch nichts. Hier drin waren wir und haben eigentlich alles. Komm. Ah. Hab rausgefunden, wo ich hin muss. Hallo? Alter, ein großer leerer Raum. Klar, lass reingehen. Gute Idee. Und die Tür verschwindet hinter uns. Where the fuck did that door go? There was a door right here. Wo sind wir? Junge, ich wäre zur Hölle nicht in diesen Raum reingegangen. Ich wäre schon vor zehn... Ich wäre schon vor einer halben Stunde, hätte ich diese Simulation schon verlassen, ja? Als ich den Tatort gesehen hätte mit diesem komischen, creepy Krankenhaus, Leute, ich wäre schon weg gewesen. Ich wäre schon weg gewesen. Hier schmeißt einer mit Bällen. Geräusche? Radio on. Ein langer Gang. Was haben wir hier? Zeichnung eines Kindes. Irgendwer, der offensichtlich zwei Kinder erschossen hat. Steht was auf der Rückseite? Nein. Okay, wo muss ich hin? Dieses Radio läuft. Ich gehe jetzt einfach hier rechts lang. Da ist eine Tür. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier durch können, ob die Tür offen ist. Nö, ist sie nicht. Alter, ich habe schon damit gerechnet, dass jetzt irgendwas hinter uns ist, ne? Das Game ist ultra creepy. Das hat eine ganz eklige Atmosphäre. Ganz, ganz räudig. Oh, hier kann man... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte gerade, hier kann man abbiegen. Aber kann man nicht.
Okay, ist die Tür hier? Kann man die Tür hier öffnen? Auch nicht. Hä? Was soll ich denn hier finden? Hier ist zu alles. Muss ich hier zurück? So, ja, wir verlieren schon wieder. Hier ist eine Glühbirne. Ja, was soll ich denn hier machen? Warte, vielleicht muss ich die Schubladen am Schreibtisch öffnen. Ah, ja. Man kann sie auch alle öffnen. Feuerzeugbenzin. Nice. Und ganz viel nichts. Da ist eine Brieftasche oder so. Warte, ich gucke erst noch hier oben überall rein. Okay, dann zeig mal her das Ding. Eine Brieftasche. Was haben wir denn hier so? Cleveland, Dr. Elizabeth. Don't be late for your appointment, darling. Sei nicht zu spät zu deinem Termin. Das könnte jemand sein, mit dem ich später zu tun habe. Also behalte ich sie besser bei mir. Ich weiß nicht, wem diese Brieftasche gehört. Und es gibt auch keinen Hinweis auf die Person, der sie gehört. Es befinden sich einige Visitenkarten da drin. Okay, was ist der Eintrag dazu? Ich habe hier eine Handtasche gefunden. Ich glaube nicht, dass sie einem der Patienten oder dem Krankenhauspersonal gehörte. Alle anderen Sachen des Krankenhauspersonals waren abgenutzt und beschädigt, aber diese Brieftasche ist neu und in gutem Zustand. Sie enthielt weder einen Ausweis noch einen Namen, also habe ich keine Ahnung, wem sie gehören könnte. Es befand sich nur eine Karte des Psychiaters darin. In Anbetracht dessen, dass es sich um ein Krankenhaus handelt, ist es ziemlich normal. War dieser Psychiater einer der hier arbeitenden Ärzte? Ich vermute, dass die Person, der diese Brieftasche gehörte, nicht hierher gehörte. Wir können davon ausgehen, dass der Besitzer dieser Brieftasche einer der letzten Außenstehenden ist, die hierher kommen. Ich denke also, dass die Person, der diese Brieftasche gehört, ein ernsthafter Verdächtiger ist. Gut. Und wo gehen wir jetzt hin? Alle Türen sind zu. Ich meine, wir haben jetzt ein neues Beweisstück. Aber das ändert nichts daran. Na komm, mach an. Danke. Ändert nichts daran, dass hier alles verschlossen ist. Restlos verschlossen. Wie sollen wir diesen Gang verlassen? Muss ich noch irgendwas finden? Irgendwas bleibt mir noch verborgen, glaube ich. Oder? Hier ist auch so eine Abzweigung, also so eine Nische, wo vielleicht ein Schrank drin stehen könnte. Ach nö. Schon wieder ein Raum ohne irgendwas. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Dieses Spiel macht mich irre, wirklich. Wirklich irre. Geht jetzt die andere Tür auf, weil wir bei der anderen waren? Geht jetzt die Tür hier auf, bitte? Geht sie nicht. Kein Plan, wo ich hin muss. Das Game verwirrt mich aufs Allerübelste. Ist hier irgendwas Neues aufgetaucht? Nein. Ich gehe nochmal in den Raum hier rein jetzt. Vielleicht muss ich hier irgendwas machen. Vielleicht muss ich zum Beispiel mein Feuerzeug ausmachen. Hier ist eine Glühbirne. Mach's wieder an. Danke. Okay. Hier sind ganz viele gruselige Bilder an den Wänden. Wer ist das? Wer sitzt? Das ist die Frau. Das kann nicht gesund sein. Kann definitiv nicht gesund sein. Die... Oh, oh, Blut. Im Radio hört man Mord, Mord. Er sagt Mörder, Mörder. Oh, das hier ist nur ein Bild. Creepy. Das ist... Ein Bild? Auch ein Bild. Das sind alles nur Bilder. What the hell? Hier ist Blut auf dem Bild.
Hier ist die Frau. Das hier ist jetzt komplett schwarz. Alle sind schwarz, außer das da. Komplett schwarze Bilder. Sie kommt näher, sie kommt näher. Sie ist direkt dahinter, oder? Was mache ich jetzt? Ich kann ja nirgendwo... Ja, Bro, was kann ich... Mach das Feuerzeug aus. Hier ist ja Licht. Alter, das geht gleich hoch und dann steht sie da, oder? Alter, ich habe Angst da nicht... Ich habe Angst, mich umzudrehen. Was muss ich machen? Bitte, muss ich da hin? Ah! Feuerzeug, Feuerzeug nachfüllen. Alle Gänge sind wieder offen. Alter, turbo-gruselige Bilder. Junge, was? Was ist denn hier los? Rein in den Raum. Was passiert hier? Ich mach die Lampe mal aus. Na, oh, was ist das? Ist nur so ein Riss, oder? Mach die Lampe an, danke. This place is like a damn labyrinth. Oh ja, das kannst du wissen. Der Ort ist auf jeden Fall wie ein verdammtes Labyrinth. Was ist denn da gerade? Sind das Ratten? Junge, was habt... Lassen Sie sich von mir nicht stören, gute Frau. Ich bin nur der Polizist. Ich gehe wieder. Alles klar? Kein Grund zur Sorge, okay? Junge, mach die Tür auf hinter mir. Mach die scheiß Tür auf! Muss ich zu ihr hin? Bitte nicht. Ich muss zu ihr hin, oder? Alter. Okay, wir gehen auf sie zu, ja? Wir gehen auf sie zu. Wir werden ja sehen, was passiert. Da Teddybär, goddammit. Aber sowas von Teddybär. Aber Liz wird uns nicht hier rausholen. Ich glaube, Liz kann uns gar nicht hier rausholen. Die Tür ist zu. Alter, was sind das für heftige Exit-Schilder? Warum sind die so laut? Weitere von diesen creepy Bild. Oh! Eine neue Zeichnung. Eine Familie. Mutter. Mann und... Mutter, Papa, Kind. Was ist das? Die Stimmen haben Mörder, Mörder gesagt. Die Stimmen haben Mörder gesagt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl übrigens, Freunde. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir der Mörder sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich kenne das Game nicht, ich habe das nur durch Zufall gefunden. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass wir irgendwas mit dieser Sache zu tun haben, die passiert ist. Irgendwas haben wir damit zu tun. I got this strange feeling like I've been here before. Hört ihr's? Hey! Hey! Oh! Was ist denn hier los? Es klopft an den Türen. Es hat aufgehört zu klopfen. Was zur Hölle haben wir mit dieser ganzen Sache zu tun? Was ist das? Ein Kind? Ha. Hey! Feuerzeug! Yeah, shit. It's going low. Need to refill the lighter. Ja, ja, ja. Hab nachgefüllt.
Junge, bleib mit deinen Händen bei dir. Hey! Ho! Scheißgeister! Ich glaube, diese Frau hier, ich glaube, das ist unsere Frau. Ich glaube, dieses Kind, was hier gestorben ist, ich glaube, das war mal unser Kind. Lady? Können Sie mir weiterhelfen? Ha! Wir sind zurück im Krankenhaus. Also ich glaube nicht, dass wir was mit den Morden im Krankenhaus zu tun haben. Aber offensichtlich haben wir hier andere Sachen im Unterbewusstsein, die der Typ hier erlebt. Der ist hier irgendwie in diese Simulation gelandet und bringt seine eigenen Gedanken mit hier rein. Und ich glaube, diese Frau und dieses Kind oder was auch immer, das hat nichts mit diesem Krankenhausfall zu tun. Das sind andere Sachen, die er erlebt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Würde aber passen zum Game. Okay. Prüfen. So deaf sind. Sein Fingerabdruck stimmt nicht überein. Kein übereinstimmender Fingerabdruck. Wie hieß der? Manson Devson? Oder Manso Devson? Was für ein komischer Name, Mann. Okay, warte, wir gucken erst noch hier ums Eck. Okay, hier ist auch ultra lang. Okay, warte, wir gehen kurz hier rein. Warte, was ist das hier? Furazilina Solution? Okay, keine Ahnung, was das ist, Mann. Oh, was ist das hier? Eine Art OP-Saal oder so? Hier werden wir doch bestimmt noch ein paar interessante Sachen finden. Oh! Poor kid. Dieses Röntgenbild scheint zu einem behinderten Kind zu gehören. Ich wusste nicht, dass dieses Krankenhaus eine pädiatrische Abteilung hat. Es sieht so aus, als hätten sich die Ärzte hier sehr intensiv um diesen Patienten gekümmert. Ich denke, es wird wichtig für mich sein, herauszufinden, wer dieses Mädchen war. Okay, Fingerabdrücke passen nicht, ja? Ich habe Röntgenbilder von einem kleinen Patienten gefunden. Ich weiß nicht viel über Röntgenbilder, aber es ist klar, dass dieser Patient eine Art von Behinderung hatte. Es scheint, dass dieses Krankenhaus eine sehr große pädiatrische Abteilung hatte. Überall steht Spielzeug herum. Aber irgendetwas an diesem Jungen lässt mich glauben, dass er in einer ganz besonderen Situation war. Seine Familie und dieses Kind müssen ein sehr schwieriges Leben gehabt haben. Fingerabdrücke, Patientenberichte und jetzt das. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe schon lange mit niemandem mehr gesprochen und mein Angstpegel steigt weiter an. Tja. Wie ist das hier? Mülleimer? Okay, Spritzenmülleimer. Was der hier erlebt, macht auch nicht unbedingt Laune auf mehr, sagen wir es mal so. Also vielleicht überlege ich mir das nochmal mit Virtual Reality Horror Games, Freunde. Yep, locked. Nicht, dass ich hier plötzlich irgendwo festhänge, wo ich nicht wieder rauskomme. Gab. Oh! Was? Was? Ist das? Das ist die Frau! Wow! Hi! Mach das Licht wieder an! Danke. Da ist jetzt Licht. Okay. Frau und Kind. Locked. Frau und Kind. Wo? Warte, hier ist irgendein Raum. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Oh. Okay, kann ich doch, kann ich doch. Wo sind wir hier? Da war sie wieder, da war sie wieder. Wir folgen ihr. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ihr zu folgen. Wir machen es aber trotzdem. Ah! Wir folgen ihr trotzdem. Ich habe doch gerade noch gesagt, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Und wie immer habe ich recht behalten. Okay, wo kommen wir hier hin? Sind wir noch im Krankenhaus? Abgeschlossen, abgeschlossen. Ist das hier eine Sackgasse? Ist doch eine Sackgasse hier. Kann ich hier durch? Nö, kann ich nicht. Oh, aber eine Akte.
Eine Akte. 6 years of illness, there is one previous hospitalization. Cooper Stella. 6 Jahre Krankheit. Es gibt einen früheren Krankenhausaufenthalt, beschreibt häufig wiederkehrende Anfälle, hat eine Geschichte von mehreren manischen und depressiven Episoden, 70% der bipolaren Störung. Funktionalität nicht mit Behandlung zu verbessern. Okay. Ein weiterer Patientenbericht. Cooper Stella. Dieser Patient scheint ein gefährlicher Typ zu sein. Es sieht so aus, als hätte er den Leuten hier das Leben schwer gemacht. Er muss anderen Patienten hier Schaden zugefügt haben. Aber könnte er so weit gegangen sein, einen Mord zu begehen? Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Mörder um einen der Patienten handelt, ist im Moment sehr hoch. Ich muss weiter Informationen über diesen Patienten sammeln. Ich bin schon sehr lange in der Simulation. Ich glaube, ich fange an, Halluzinationen zu haben. Deshalb weiß ich nicht, wie lange ich die Ermittlungen fortsetzen kann. Mein Realitätssinn hat begonnen zu schwinden. Ich hoffe, Liz kommt bald zurück. Ist ja erstmal die Frage, wo Liz überhaupt ist. Liz soll uns doch leiten durch die Simulation, oder? Wieso ist sie weg? Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, es sind Es sind bestimmt Halluzinationen, oder? Meint ihr, es sind egal, wir müssen da durch. No way back! Ah! Ey! Ey, fasst mich bloß nicht an. Wir machen einen Roundhouse-Kick. Leute? Junge. Liz! Teddybär! Verdammt! Mach das Ding an! Hallo! Lasst mich raus! Was muss ich machen? Irgendwas muss ich doch machen, oder? Muss ich die anstarren? Oh. Erschossen? Ah! Was ist? Das ist die Frau. Was? Junge, wieso wird denn der Hals von der Frau ausgenockt? Ich meine, die ist ziemlich groß und sie läuft auf allen Vieren, aber trotzdem. Reiß dich mal zusammen, Mann. Come face to face with the woman for the second time. Noch ein Achievement bekommen. Sie hat uns schon wieder erwischt. Feuerzeug an. Wo sind wir? Ah, hier in dem Gang. Locked. Abgeschlossen. Was sind das für Geräusche? Exit. Kann ich gehen? Ich gehe einfach. Soll der machen? Mich aufhalten? Ja? Was wollt ihr machen? Mir egal, was ihr macht. Da hinten ist noch ein Exit-Schild. Ich werde einfach abhauen. Oh, komische Schatten. Ich verlasse einfach das Krankenhaus. Ich gründe meine eigene Simulation. Was ist das? Ein Beweis? Oh. Nurse Room. Was ist das? Service. Recovery. Das Abzeichen wird an Menschen verliehen, die es geschafft haben, nach einer bestimmten Zeit mit dem Alkohol aufzuhören. Das ist eine Art... I wonder if those medications actually work. Ihre La... Ihre Leistung zu würdigen, ja. Locked. Da kriegt man so eine Münze. What is this? Hier ist wieder dieses Röntgenbild, haben wir schon gesehen. Und hier geht's weiter in Richtung Exit. Exit, Maxit. Macht's gut. Ist zu. Mist. War falscher Alarm. Ich bin noch da. Okay. Wo müssen wir stattdessen hin? Dann müssen wir ja ziemlich sicher noch irgendwas finden, oder? Ich meine, diese komische Schattengestalt hier von diesem Jungen oder was es war, ist einfach losgerannt und wir haben einen Schlüssel für den Nurse Room bekommen. Also fürs Schwesternzimmer quasi. Kann man den hier hinten irgendwo benutzen? Nein, hier ist auch zu. Okay, muss ich eine Tür finden zum Nurse Room? Zum Schwesternzimmer? Hier sind komische Zeichnungen. Das hier ist die einzige Tür hier. Aber die kann ich nicht öffnen. Ah, warte, hier ist noch eine Tür. Okay, sorry. Falscher Alarm. Was ist das?
experimentelle Medikamente. Ich muss den Beipackzettel. Right now. Might be a cure for cancer or some sort of virus that brings people back from the dead. Wir müssen den Beipackzettel finden fürs Medikament. Okay, schauen wir mal. Wir haben schon mal Feuerzeugbenzin. Ist zwar nicht das, was wir suchen, aber besser als nichts. Was ist hinter dem Vorhang hier? Keine Ahnung. Kann ich jetzt vielleicht die andere Tür öffnen? Yep. Nein. Locked. Just what I thought. Okay, warte, hier drin gibt's noch safe noch mehr zu finden, oder? Machen wir das Feuerzeug aus, besser? Nee, ist schon sehr dunkel. Ah, warte, hier ist eine Box. Ah, wir können mal wieder ein bisschen unsere Dietrich-Künste spielen lassen. Ja, hallo? Wo? Wo hat er denn seinen Knackpunkt, der Kleine? Hä? Da. Zack. Zack. Jetzt funktioniert's, okay. Ich habe eben die Maus falsch bewegt. Wir müssen den oberen Dietrich nämlich mit der Maus bewegen. Ist ein bisschen tricky. Okay. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Der Fingerabdruck scheint perfekt mit diesem übereinzustimmen. Sieht so aus, als würde jemand versuchen, was zu verbergen. Na, das kannst du wissen, mein Bester. Okay, mach mal an wieder hier. Wir haben Fingerabdrücke gefunden. Zwar nicht den Beipackzettel von dem komischen Medikament, aber... neue Hinweise. Hier ist wieder eine Tür offen. Warte mal, ist das der gleiche Gang? Ist das der gleiche Gang nochmal? Spielt ein Spiel... Was war das? Das Spiel. Oh! Was zur Hölle? Hey! Was ist das? Das ist ein Dokument. Das ist der Beipackzettel. Diese Nebenwirkungen und Inhaltsstoffe sind furchtbar. Ich bin. Bin sicher, warte, ich will jetzt lesen, was das ist. Wie ich vermutet habe, ist eines der experimentellen Medikamente gefunden, die den Patienten hier verabreicht werden. Dieses Medikament ist nicht von der Regierung zugelassen. Es scheint zur Behandlung von schlechten Angewohnheiten wie Rauchen und Alkohol verwendet zu werden. Ich weiß nicht, was es enthält. Wenn es eine Packungsbeilage für dieses Medikament gibt, kann ich mehr über das Medikament erfahren. Achso, ja, habe ich doch gefunden. Okay, stand jetzt aber nicht dabei, was für Nebenwirkung oder was? Okay, und was ist das hier? Hallo? Spieluhr. Spieluhr? Öffnen. Drehen? Prüfen? Was bedeutet das? Im Inneren? Ah, da steht irgendwas. This must belong to one of the children here. Im Inneren befinden sich die Initialen LH. Wer ist dieses Kind? Ja, keine Ahnung. Wofür LH steht. Welcome home. Ich habe ein Achievement bekommen. Reach the home. Komm nach Hause? Wie komm nach Hause? Die Tür ist zu. Wo sind wir? Türen sind alle verschlossen. Kann man hier irgendwo was finden? Hä? Also muss ja irgendwo ein Schlüssel sein, oder? Kann ja nicht alles verschlossen sein und... wir kommen hier nicht weiter, oder? Das geht ja nicht, warte. Ja, hier liegt was. Oh, der Rest von dem einen Zettel. Oliver Hamilton!
Als der Polizeibeamte Oliver Hamilton am Tatort eintraf, um den Vorfall zu untersuchen, wurde von seinen Teamkollegen festgestellt, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Nach dieser Situation wurde Oliver Hamilton aus der Polizeibehörde entlassen. Wir arbeiten nicht mehr bei der Polizei. Und das hier ist auch keine Simulation. Und ich glaube auch nicht, dass Liz ein Computerprogramm ist. Die Türen öffnen sich jetzt. Feuerzeug nachfüllen, ja, kein Problem. Eine weitere Patientenakte von Oliver Hamilton. No, no, this can't be real. Der Patient Oliver Hamilton ist ein ehemaliger Polizist. Er ist der gefährlichste Patient, der jemals in Einrichtungen behandelt wurde. Krankenhausbeamte haben Angst, sich ihm zu nähern. Es ist wirklich schwer, ihn unter diesen Bedingungen festzuhalten. Er war an einem Mordvorfall mit mehreren Opfern beteiligt, bei dem sein Ehepartner und ein oder mehrere Kinder getötet wurden. Er wurde des Familienmordes für schuldig befunden. Nach einem kurzen Aufenthalt in unserem Krankenhaus, er wird zur Bestrafung in ein anderes Zentrum gebracht. Hier ist noch eine Tür, die wir öffnen. Und oh, diese ganzen verstörenden Bilder. Haben wir die gemalt? Exactly what I needed. It's been a while. Die Flasche sieht halb leer aus. Jemand hätte daraus trinken sollen. Ich möchte den Rest erledigen. Er gönnt sich erstmal, oder was? Also das mit Drogen und Alkoholeinfluss? Drücken Sie E, um zu trinken. Aber warum? Muss ich diese Flasche jetzt leer saufen, oder was? Oh! Cheers. Trink 3 Schlücke Alkohol. Oh, er hat die Waffe in der Hand. Shut up, damn baby. That's enough. Hat er seine ganze Familie getötet? Hat der Typ seine ganze Familie erledigt, als er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand? I want to get out of this damn place. Ist das seine Frau? What are you doing to me? Da ist jemand. Ist das sein Sohn? Oder wer ist das? Aber das, ich glaube trotzdem, dass das hier alles eine Simulation ist. Ich glaube, die haben ihn in eine Simulation gesteckt, damit er niemandem mehr was anhaben kann. Hier schwebt die Spieluhr rum. No, no, this can't be real. It's just a stupid simulation. Was war das für ein Geräusch? Spritzen fliegen hier rum. Die Tür ist offen. Spieluhren. Hilf mir, Papa. No, no, this can't be Lucy. I'm coming, darling, don't worry. Ist das Lucy? Lucy? I'm gonna get you out of here. Lucy, seine Frau, wer ist das? Oh! Ich glaube, das ist definitiv seine Frau, die versucht, die Kinder von ihm fernzuhalten. Wir haben übrigens das Feuerzeug nicht mehr. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt hier? I'm coming, darling, don't worry! Oh. Na, was spielt denn hier ab? Da steht jemand. Wer ist das? Hallo. Irgendeine Puppe. Oh, come on. Wo kommen wir hier hin? In den Zirkus?
zu mir. Komm zu mir, sagen die Stimmen. I'm not afraid of you. You can't hurt me. Der Zirkus? Ist das der Zirkus? Hallo? Warum hast du mich getötet, Papa? I haven't done anything. Was ist das? Wake up. Mach auf. Oh, come on. Wake up, wach auf. Was? Was ist los? Was sind das für... Shut up, damn baby. Was sind das für Geräusche? Das Baby schreit. Alle gucken uns an. Alle zeigen auf uns. I'm not afraid of you. Oh! Er hat auf irgendwen geschossen. Was zur Hölle, man kann nicht sehen. Hat er... Hat er seine eigene Familie erledigt? Aber was hat er hier erlebt? Was steht hier? World's most realistic interbrain simulator. Subject has fired the gun. Initiating connection. Response received. Simulation restart. Restarting simulation. Simulation startet neu. Destined Corporation. Control Room, Oliver Hamilton. Wie lange ist er da schon drin? Good evening, folks. We have a breaking news. Country's one of the most closely watched criminal cases in 2022 against ex-police officer Oliver Hamilton. Today, on June 24th, the jury has reached a verdict on the case. Ex-cop Oliver Hamilton was dismissed from the police department for his alcohol addiction, and after his wife committed suicide by jumping in front of a subway train, Hamilton began using illegal experimental drugs and substances. Officer Hamilton, who came to the point of losing his sanity due to the substance abuse and major depression, is known to have killed his own daughter. What is causing more turmoil amongst the society has become the involvement of the company destined to the case. Destined is a company known for the new generation punishment methods they are working on for murder convicts. Believing that prison sentences are insufficient, it serves a new punishment system. The company advocates to make convicts relive the guilt of their actions countless times and break their wills against committing any sort of crime. Meanwhile, conservative groups state this practice is unacceptable and that it would be trying to play God on mankind and say it's not a way to establish justice and peace in society. Groups already started protest against the Destined company. Die Destined Corporation. Ah, lol, das sind jetzt die Credits? Oha, wie cool sind die Credits gemacht. Ey, sehr, sehr nices Game. Also er wurde quasi in diese Simulation eingesperrt, um seine Schuld immer wieder zu erleben als Gefängnisstrafe. Seine Frau hatte Selbstmord begangen und unter Drogen, Einfluss und Alkoholmissbrauch und was weiß ich, hat er seine eigene Tochter getötet. Keine Ahnung, was wir da als für Achievements bekommen übrigens. Ihr könnt die gar nicht sehen. Ich kriege hier gerade irgendwie für jeden Buchstaben im Alphabet kriege ich gerade ein Achievement. Keine Ahnung wieso, Freunde. Wir sind bei U. VW, X und da kommt dann nur noch YZ, aber... Ein sehr, sehr gutes Game. Schreibt mal gerne eure Meinung zum Game in die Kommentare. Brutal gut. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und auch sehr cool gemachte Credits. Also bitte. Freunde, Daumen nach oben auf jeden Fall fürs Video. Eure Meinung zum Game
Channel abonnieren, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns natürlich sehr, sehr gerne im nächsten Video hier auf dem XXL-Kanal wieder, Freunde. Das war File Destined. Die Entwickler habt ihr jetzt auch gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.